Hallo liebe YouTube-Freunde, etwas verspätet kommt heute für diesen Monat September 2020 die Prophezeiung mit den Konstellationen von Nostradamus. Die Welt hat sich verändert, doch in diesem September wird es Glückszeichen geben und auf die dürfen wir uns freuen. Aber Achtung, der rückläufige Mars spielt noch eine üble Rolle. Und hier nun die Prophezeiung Nostradamus. Sie lautet für den September in der zweiten Zenturie, Vers 13. Der Körper ohne Seele wird nicht länger geopfert. Der Tag des Todes wird zur Geburt. Göttlicher Geist macht die Seele glücklich, wenn man das Wort in seiner Ewigkeit sieht. Die Prophezeiung des Sehers für September ist einer seiner schönsten. Er spricht von der Zukunft und möchte uns aufmuntern, wirklich nicht zu schwarz zu sehen. Es lohnt sich durchzuhalten, auch wenn es noch schlimm kommen sollte, denn es kommen wunderbare Zeiten auf uns zu. Denn alle Menschen werden über ihre bisherigen Fähigkeiten verfügen. Nur die Not kann uns zwingen, den längst fälligen Evolutionssprung zu machen. Wer wohl könnte uns noch Besseres versprechen und ankündigen als Nostradamus? Er will uns Mut machen, dass trotz Krieg, Unheil und Krankheiten sich das Durchhalten lohnt. Das Wort ist der Sohn Gottes und das ist Jesus. Wir werden einiges zu bewältigen haben. Vor allem das Miteinander dürfte harten Auseinandersetzungen ausgeliefert sein. Denn der Mars ist seit dem 9. September rückläufig und ist heftiger als je zuvor. Denn Saturn steht ihm in Spannung gegenüber. Somit könnte jeder Streit zu einer Katastrophe werden. Diese Spannung bleibt bis zum 14. November bestehen. Darum bleibt weiterhin besonnen und geht allen Auseinandersetzungen aus dem Weg, so gut es eben geht. Einen schönen September wünsche ich euch und denkt auch daran, dass dieser Monat auch schöne Momente hat. Ich bitte euch, dieses Video tiefgründig aufzunehmen, damit der Sinn dieser Worte richtig verstanden wird. Ihr werdet den Sinn der Worte verstehen. Herzlichst, eure Deria.